Martin hat sich für das Trainerdasein entschieden. Doch es ist gar nicht so einfach. Für die ersten Aufträge muss er Trainingsunterlagen vorbereiten und Arbeitsmaterialien für die Teilnehmenden erstellen. Schade, das Kopieren von Büchern oder die Übernahme von Inhalten aus dem Internet gehen nicht. Die Quellen stehen unter dem klassischen Copyright. Anja, eine Kollegin aus dem Verband, hat einen Tipp für ihn. Open Educational Resources sparen mir viel Zeit bei der Konzeptionierung meiner Trainings. Dadurch habe ich als Data mehr Zeit für meine Akquise. Christina hat sich als Trainerin etabliert. Das reicht ihr nicht. Sie will ihre Reputation stärken und als Expertin auf ihrem Fachgebiet wahrgenommen werden. Wie kann sie das erreichen? Klassische Werbung und Publikationen sind teuer. Vielleicht hat Carsten einen Tipp für Sie? Mit OER habe ich ein Mittel gefunden, um meine Expertise und meine Reputation zu unterstützen. Und als Professional im Bereich Training, Beratung und Coaching werde ich durch die Entwicklung eigener OER-Materialien und ihrer Verbreitung und ihrer freien Nutzung im Netz durch andere gut sichtbar und als Expert wahrgenommen. Martin hat inzwischen erfolgreich erste Trainings durchgeführt und versucht aktiv neue Aufträge zu generieren. Leider gestaltet sich die Akquise recht mühsam. Hat vielleicht Bruno einen Tipp für ihn? Open Educational Resources erlauben mir, meine Expertise an ganz, ganz viele Menschen weiterzugeben. Und damit auch von ganz vielen Menschen stärker wahrgenommen zu werden. Das macht sich auch bemerkbar in Anfragen durch Forschungsinstitute, durch Kunden, durch Unternehmen und auch durch Kollegen. Open Educational Resources ist von daher für mich ein wirklich gutes Instrument meines Geschäftsmodells. Martin findet die Tipps total interessant. Aber sind sie auch sinnvoll? Was meinen wirklich erfahrene Trainer dazu? Er fragt Hans, einen Senior Professional aus seinem Netzwerk. Also Uraltmitglieder neigen natürlich dazu, wenn sie was Neues hören, sofort zu sagen, oh komm. Aber das, was sich hinter OER verbirgt, was ich auch heute erst gehört habe, ist meines Erachtens elektrisierend, ist faszinierend, verbreitert den Verband, bringt politisch etwas und wird für Verband und Mitglieder großen Nutzen haben. Sie reden alle von O, E, R. Aber was ist es? Die drei Buchstaben stehen für Open, Educational Resources. Den Begriff ins Deutsche zu übersetzen ist nicht einfach. OER bedeuten Bildungsmaterialien jeglicher Art und in jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Was zuerst trocken klingt, entpuppt sich als ein wahres Wunderwerk. OER dürfen nämlich nicht nur frei verwendet, sondern auch nach Belieben geteilt und verarbeitet werden. Wenn sie nicht ganz zum eigenen Verwendungszweck passen, darf man sie verarbeiten und ändern. Auch ein Mixen mehrerer Materialien zu einem neuen Werk ist bei OER kein Thema. Sie dürfen auch gespeichert und vervielfältigt werden, ganz nach persönlichem Bedarf. OER Materialien stehen immer unter freien Lizenzen. Unsere Aufgabe und Chance ist es, OER-Experten auszubilden und zu etablieren. So machen wir die Akteure in der Weiterbildung, Kolleginnen und Kollegen, fit für die gegenwärtigen Herausforderungen. Das klingt alles sehr spannend. Martin will mehr darüber wissen. Kann man es auch lernen? Beweisen Sie Ihre Expertise im Bereich Open Educational Resources mit einem BDVT-Qualitätssiegel nach.
Nehmen Sie dazu ab 2017 am OER MUMIF Blended Learning teil. Das Projekt OER MUMIF bedeutet OER Open Educational Resources Macher und Multiplikatoren in der Weiterbildung. Das Projekt ist ein Gemeinschaftswerk des BDVTs mit der Fachhochschule Lübeck und der Unterstützung durch den Deutschen Institut für Erwachsenenbildung sowie der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. OER MUMIF wird durch das Ministerium für Bildung und Forschung gefördert.